Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir sitzen hier bereits in unserem kleinen Garten und genießen hier die Natur. Wir sind nämlich gestern hier reingefahren und zwar in das Inland von der Halbinsel Istrien und sind hier wirklich irgendwie eine Stunde lang, glaube ich, durch die Idylle schlechthin gefahren, durch die Berge, hoch und runter und wirklich so durch ganz, ganz kleine Dörfchen, wo wirklich teilweise nur so ein Haus oder zwei Häuser standen. Und es ist super schön hier. Wir hatten auch durchgehend kleine Straßen, wo auch nur wirklich Karlsruhe lang passte und hatten auch keinen Gegenverkehr. Also genau. So wenig ist hier oben los. Ja, und hier sind wir gelandet und hier haben wir eine Nacht verbracht. Es war super ruhig hier, super schön. Und heute Morgen sind wir sogar schon laufen gewesen, haben uns hier so ein bisschen die Gegend angeschaut. Wir sind hier an einem wunderschönen Haus vorbeigelaufen heute Morgen und haben einfach gesagt, wow, wie schön ist das bitte hier. Also wirklich Idylle. Und wie schön wäre das, wenn man hier wirklich wohnen würde mit diesen ganzen Obstbäumen. Ja. Und hier steht halt wirklich hier oben so ein kleines Haus. Das habt ihr eben ja auch gesehen. Und finden wir auf jeden Fall super, super schön hier. Es ist auf jeden Fall schon schön, wenn man im Garten, wir haben Pflaumen gesehen, wir haben Pfirsiche gesehen, Quitten gesehen. Ich habe da oben auch, glaube ich, Passionsfrucht gesehen, dann haben wir Granatapfel, Brombeeren haben wir hier überall, Weintrauben, oh, Tomaten, herrlich. Kartoffeln. Ja, das ist auf jeden Fall super, super schön und vor allem auch ein schöner Kontrast zu den ganzen Städten, in denen wir unterwegs waren die letzten paar Tage mit den ganzen Touristen, ist das auf jeden Fall ein schöner Ort, wo wir uns hier so ein bisschen davon erholen können. Warum wir hier eigentlich hochgefahren sind wieder ins Inland? Weil wir uns vorgenommen haben, das kleine Örtchen Hum anzuschauen. Hum. Und Hum gehört nämlich tatsächlich zu den kleinsten Städten der Welt. Warum das so ist, erzählt euch jetzt mal kurz Flo. Genau, auf 100 mal 35 Metern ist alles vorhanden, was eine Stadt im Mittelalter gebraucht hat, um eine Stadt zu sein. Also es ist ein Kastell da, eine Wehrmauer und ein Verteidigungsturm. Und es hat nur 30 Einwohner. Genau. Deswegen zählt es halt zur kleinsten Stadt der Welt. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt. Wir haben alles schon so ein bisschen drüber gelesen, haben ein paar Fotos gesehen. Und da wollen wir auf jeden Fall hin. Deswegen sind wir auch hier wieder ins Inland reingefahren ein Stück. Und als wir gestern dann hier reingefahren sind, sind wir spontan nach Labin gefahren. Dann an der Wegkreuzung ging es hier nach Labin, da nach Hum. Und wir dachten uns, Labin haben wir ja irgendwo schon mal gehört. Und wir haben uns tatsächlich Labin auf unserer Karte markiert, weil wir es sehen wollten, aber zwischenzeitlich wieder vergessen. Deswegen haben wir ja gesagt, okay, lass uns doch mal spontan nach Labin reinfahren. Und haben uns gestern dann nochmal die Altstadt von Labin angeschaut. Wir hoffen, Labin hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und wir
packen hier so langsam unsere Sachen zusammen, verlassen diesen wunderschönen Ort und fahren mit euch gemeinsam nach Hum, in die kleinste Stadt der Welt. Day. Yes. Okay, 3,30 Euro für den ganzen Tag. Mach ja, das nicht. Ist ja okay. Wir sind in Hum angekommen. Stehen jetzt hier vor der Mauer. Im Hintergrund ist schon die Mauer zu sehen, auch der Verteidigungsturm. Da oben ist er. Und gehen jetzt da rein. Auf geht's! Wow, vorsichtig. Ah, oh. Wow, ja, krass. Wow, wie cool, wie schön das ist. Also, einmal ganz kurz zur Info. In diesen ganzen Altstädten ist das Kopfsteinpflaster hochpoliert. Das ist sowas von rutschig. Wir haben schon so ein paar Mal uns fast wirklich abgepackt. Ja. Das ist gefährlich, weil du auch berghoch und bergrunter gehst und dann dieses ganz glatte Kopfsteinpflaster. Ja. Wow. Aber ja, wow. Eine echt? Ja. Also der Punkt schon mal erledigt für eine Schlacht. Was ist das denn? Das ist so schön.
Und das war's auch schon mit Hum. Wir sind jetzt einmal rum. Es reimt sich sogar. Einmal rum durch Hum. Genau, es ist auf jeden Fall sehr, sehr klein, aber super, super süß. Und ja, auf jeden Fall würden wir persönlich das jetzt nicht unbedingt als Stadt bezeichnen, sondern eher als ein ganz, ganz kleines Dorf. Aber genau. Das größte Gebäude hier ist die Kirche. Und der Friedhof, was irgendwie ja, seltsam ist bei nur 30 Einwohnern. Der Friedhof ist ziemlich groß. Ja, größer als die Stadt selbst. Ja. Ja, auf jeden Fall hat uns das sehr gut gefallen, sehr empfehlenswert, also wirklich, ja, wirklich schön. Also man geht durch wie durch so eine Märchenlandschaft. Ja, richtig schön. Können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, wer hier in Istrien ist, auf jeden Fall hochfahren oder reinfahren. Nach Hum. Genau. Gut, dann hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Ja. So, da sind wir auch schon angekommen an unserem Stellplatz für heute Nacht. Ist ein ganz normaler Parkplatz hier und wir stehen in der Nähe von Rijeka. Rijeka ist eine große Hafenstadt und die wollen wir uns nicht anschauen. Wir sind nur hier, weil wir in der Nähe Wäsche waschen können. Morgen ist nämlich Waschtag bei uns und danach fahren wir direkt drumherum um Rijeka, nicht mittendurch, drumherum und fahren auf eine Insel. Auf welche Insel verraten wir auf jeden Fall noch. Jetzt aber erstmal verbringen wir den Abend in Karlsson, essen etwas. Ich werde noch ein bisschen am Video schneiden und dann sehen wir uns morgen wieder beim Wäschewaschen. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Wir sind an der Wäscherei angekommen, stehen jetzt hier auf dem Parkplatz von dem Supermarkt und gehen jetzt mal gleich hoch zur Wäscherei. Die hat nämlich heute offen, heute ist nämlich Maria Himmelfahrt und alle Läden haben geschlossen, außer die Wäscherei. Geht offen. Gut, haben schon hier gesammelt. Wir werden jetzt hier zwei Maschinen anmachen und dann geht es auch für uns weiter. Cool, ne? Alles leer. Wir sind die Einzigen. Ja, wahrscheinlich, weil heute Feiertag ist, sind nicht alle zu Hause. Oder machen irgendwas. Ja, wer weiß, ob wir nicht schlafen. Ja. Gut, packen wir es an. Schritt Nummer 1, Waschmaschine befüllen. Das läuft schon mal ganz gut. Alles rein damit. Haben wir schon mal gemacht. Ja, des Öfteren. Schritt Nummer 2, Euro gegen Tocken tauschen. Will er nicht. Also nochmal. Jetzt. Da haben wir sie. 5 Euro, 5 Tocken, eine Waschmaschine. Und immer sehen die gleich aus, die Tocken. Da gibt es wohl irgendeine ominöse Firma, die nur diese Tocken herstellt. Die Tocken? Tocken. Ja, die heißen Tocken. Token? Tocken, Token? Naja, auf jeden Fall sowas hier. Schritt Nummer 3, Waschmittel reinpacken. Schritt Nummer 4, die ganzen Tocken oder Token da reinstecken. 5 Stück. Ah. Schritt Nummer 6, Gradzahl. Schritt Nummer 7, auf Start drücken. Und jetzt müssen wir 38 Minuten lang warten. Ist schon interessant, es ist heute Feiertag und selbst die Kroaten wissen das nicht. Hier kommen super viele Leute hin und stehen vor verschlossener Tür und denken so, hä, wieso ist denn hier zu? Total crazy, ey. Ja, naja. Das ist wirklich voller Betrieb hier. Ja, voller Betrieb. Obwohl der Laden dicht war. Ganz viele, auch die Einheimischen halt, alle kommen sie hierher und gucken und verstehen das nicht. Naja. Ja, wir beobachten das noch ein bisschen. Wir können ja direkt auf die Tür gucken hier und schmunzeln die ganze Zeit. Wir machen gerade Frühstück. Und haben noch ca. 25 Minuten, bis die Wäsche fertig ist. Das heißt, wir schaffen es auf jeden Fall noch vorher zu frühstücken. Haben das Bett schon gemacht, ein bisschen aufgeräumt hier. Ja,
die Zeit perfekt genutzt. So, dann guten Hunger. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Wäsche rausholen. Da kommt schon der Nächste. So, jetzt sind wir hier angekommen. Und da hat jemand unsere Wäsche rausgenommen und deine Wäsche reingepackt. Und unsere Wäsche in diesen dreckigen Korb reingepackt. Da könnte da drehen wir durch. Ja, vor allem weiß ich auch nicht, ob die ja auch durchgeguckt haben. Vielleicht ist da noch irgendwas drin von uns. Eine Unterhose oder ein Socken. Ja, das ist immer assi sowas. Wir waren 2 Minuten zu spät. Und du weißt auch nicht, ob er schmutzige Hände hatte und dann da alles angefasst hat. Ja, natürlich hat er. Sowas, ich finde, das ist echt gar nicht. Er kann doch noch mal 2 Minuten abwarten. Ja, manche Leute sind einfach ungeduldig. Die Taschen sind richtig schwer, ne? Ja, weil die Wäsche nass ist. Ja, jetzt müssen wir irgendwo hinfahren, wo wir stehen können. Holen wir unseren Wäscheständer raus. Und bei dem Wetter, bei dem Sonnenschein, ist das ratzfatz trocken. Ja, sparen wir uns den Trockner. Wir haben jetzt alles zusammengepackt und fahren jetzt direkt weiter. Und zwar auf die allererste Insel hier auf Kroatien. Da freuen wir uns schon drauf. Und ja, dann packen wir es mal an und fahren da mal hin. 1 Stunde brauchen wir. Also. Das heißt, so jetzt haben wir uns erstmal entschieden, uns hier hinzustellen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen in Schatten gestellt, wegen der Mittagshitze. Erstmal Wäsche aufhängen, dass sie trocken wird, ein bisschen Mittag machen, so ein bisschen hier irgendwie im Schatten runterkühlen und dann nach dem Mittag, und wenn die Wäsche trocken ist, dann versuchen wir weiter mal einen Platz zu suchen, wo wir ein bisschen länger stehen können, am Strand irgendwo. Ein bisschen die Küste runterfahren, mal gucken, ob wir da irgendwo was finden. So, wir haben jetzt ein bisschen zu nah geparkt. Jetzt mussten wir die Äste zur Seite schieben, um die Tür aufzukriegen. Ja, aber mit Absicht. Jetzt haben wir hier so einen Wald in Karlsson. Aber ist doch cool, haben wir ein bisschen Schatten. Ja, wir wollten ja ein bisschen Schatten haben. Das doch ist gesagt, schön. Ja. Wenn jetzt hier noch so Weintrauben runterhängen würden. Ja, genau. Okay, Wäsche aufhängen. Ich hole den Wäscheständer raus. Ich glaube, die ist schon trocken, weil es so heiß. Übrigens ist Kroatien nicht mehr so sauber wie Slowenien. Definitiv nicht. Wir haben schon viele Plätze gesehen mit Müll. Und hier liegen mal eben kurz 2 Fernseher rum. Krass. Einfach so mal reingeschmissen. Gerade mal Wassermelone. Sieht gut aus. Melone ist fertig und die Wäsche ist auch aufgehangen. Ich glaube, dass die richtig schnell trocken wird. Die Wäsche ist fast trocken, wir haben schon einiges abgenommen und wir haben uns jetzt hier Mittag gemacht, und zwar haben wir hier Mungbohndal.
Das sind im Prinzip Mungbohnen mit Kokosnussmilch und Gemüse. Genau. Und dazu haben wir Reis. Und das essen wir jetzt. Lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben gegessen, Wäsche ist komplett trocken. Wir haben jetzt Karlsruhe einen Start klar gemacht, fahren jetzt weiter, fahren wieder runter ans Wasser. Wir wollen irgendwo ins Wasser springen, weil es einfach so heiß ist und wir eine kleine Abkühlung haben möchten. Und ja, mal gucken, ob wir irgendwo einen Platz finden, wo wir baden, aber auch heute Nacht stehen können. Ansonsten müssen wir heute Nacht halt wieder hierher kommen, weil ich glaube, hier können wir eigentlich ganz safe stehen. Naja, mal schauen. Jetzt aber erstmal auf zum Wasser, ins Nass. So, das ist jetzt der erste Strand, an dem wir sind. Und mal gut, wir haben unsere Badeschuhe. Hier ist nämlich nur Kies, Steine. Wir sind bereit für die Fluten. Und die Sonne geht langsam unter. Der Strand ist jetzt im Schatten. Wir haben zusammengepackt, gehen jetzt hier hoch zu Karlsson. Da vorne ist er schon und dann fahren wir zu unserem Stellplatz. Auf jeden Fall ja, sehr schön, mal ins kalte Nass zu springen. War sehr erfrischend, auch wenn die Steine so ein bisschen wehtaten im Rücken. Aber ansonsten auf jeden Fall ja, hat es sich gelohnt, hier runterzufahren. Ah, guck mal, wir haben wieder Sonne im Gesicht. Und hier vorne steht schon Karlsson. Ah, dann sieht man gar nicht, wa? Ah, doch. Wir sind mittlerweile unterwegs und zwar unser erster Ausflugstag auf der Insel Kirk und wir haben uns auf den Weg gemacht in das kleine Städtchen Vrbnik, wenn das ausgesprochen wird. Vrbnik. Und wir befinden uns hier gerade in der Altstadt auf der Burg, wie immer. Ja, und hier in Vrbnik soll es die kleinste Gasse der Welt geben und die wollen wir auf jeden Fall jetzt mal suchen. Genau, die müssen wir noch suchen. Mal sehen, ob wir sie sehen und finden und auch erkennen. Auf jeden Fall sind wir gespannt und zeigen sie euch natürlich auch. Ja. Dann gehen wir mal los auf die Suche. Auf die Suche. Okay, ich komm rein. Thank you.
Nein, noch nicht gefunden. Aber es ist richtig süß hier. Ja. Es ist auch wieder so die Liebe zum Detail. Ganz, in ganz vielen Sachen hier. Ja. Auch eine Sackgasse. Dann gehen wir mal wieder verlaufen. Kann man nicht angehen. Ja, die Gasse ist auch schon recht klein, aber noch nicht die kleinste. Ja, die engste. Na, das glaube ich nicht. Ist auch eine Sackgasse. Kann man da durchgehen oder ist das Sackgasse? Das ist noch eine Sackgasse. Also auf der Suche nach der kleinsten Gasse, ja. Gar nicht so, das ist so ein Labyrinth hier irgendwie. Immer wieder Sackgassen, wieder zurück. Na, hoffentlich finden wir die noch, wa? Ja, auf der Karte haben wir sie auf jeden Fall schon gesehen. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen näher. Nee, hier ist. Hier ist Sackgasse. So, wir haben einen Wegweiser gefunden. Und zwar geradeaus da lang, wo Jana schon steht. Und zwar zur engsten Gasse der Welt. So sieht sie aus. Und da gehen wir jetzt hin. Endlich in die richtige Richtung. Ja. Wir haben sie gefunden. Ja, die engste Straße der Welt. Gasse. So, passt du da durch? Ui, okay, das ist aber cool. Das ist schon fast ein bisschen gruselig, da durchzugehen, finde ich. Aber wir passen durch, wir sind rank und schlank. Ja, vielleicht seitlich, ja. Okay, warte. Also noch ein bisschen dicker der Bauch und dann passen wir nicht mehr durch. Ja, wir passen durch. Cool. Die ist ganz schön eng. Ja, also, ich glaube. Oh, das war's schon. Boah, das Kopfsteinpflaster ist wieder so glatt hier. Haben wir wieder poliert. Ja, das ist wieder poliert. Wir haben übrigens auch das kleinste Haus der Welt gefunden. Tür, Fenster, das war's. Das müsste wohl unseres sein, oder? Karlsson ist, glaube ich, kleiner. Meinst du? Von der Fläche her? Nee, das bleibt sich, glaube ich, das kommt hin. Ja, 3 Meter mal 2 Meter oder sowas. Gut, gehen wir nochmal zurück zur kleinsten Gasse. Laufen nochmal durch. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Wir wollen es ja auskosten. Und man kommt hier, also ich komme hier ganz knapp so durch, aber auch nicht überall. Hier ist zum Beispiel Feierabend. Genau. Ich muss auf jeden Fall seitlich gehen. Und wenn Flo's Bauch noch ein bisschen dicker wird, dann passt mir gar nicht mehr. Nee, und mein Papa kommt hier garantiert nicht durch. Also das ist cool. 43 Zentimeter. So, jetzt reicht's aber auch.
Ah, ist wieder so heiß heute. Jetzt holen wir uns was zu trinken, denn wir haben Trinken vergessen im Auto. Und dann gehen wir auch so langsam wieder zurück, oder? Ja, das auch. Ich glaube, hier unten ist nichts. Ah, wir haben noch die kleinste Tür der Welt gefunden. Da ist sie, die kleinste Tür. Tatsächlich, guck doch mal. Man muss sich richtig hier ducken. Ja, tatsächlich, guck mal hier. Small door. Kleinste Tür. Ach echt? Nein, aber auf jeden Fall eine kleine Tür. Willst du mal durchgehen? Naja, ich bin ja nicht so groß, aber... So, also in diesem Video habt ihr jetzt gesehen, die kleinste Stadt der Welt, die kleinste Gasse der Welt und die kleinste Tür der Welt. Und das kleinste Haus. Richtig. Nicht zu vergessen. Gut. Ah. Wir haben es geschafft. Krasser Berg, Mittagshitze. Boah, das war anstrengend. Aber da vorne, da steht er schon in der prallen Mittagshitze. So, jetzt sind wir so ein bisschen vor der Mittagshitze geflüchtet. Wir sind auf dem Weg nach Baschka, im Osten von der Insel Kirk. Und haben uns jetzt hier auf so einen Parkplatz beim Restaurant gestellt. Restaurant hat zu. Hier haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Schatten, können hier die Mittagshitze abwarten und fahren dann nach dem Mittag einfach weiter rein. Weil so macht es halt keinen Sinn. Es ist jetzt wirklich Bombenhitze. Am Strand zu liegen bei der Hitze macht auch keinen Sinn. Es ist eh alles überfüllt. Und deswegen warten wir hier erstmal ab, bis es ein bisschen kühler wird. Und dann geht's weiter. Ja, wir sitzen immer noch hier an unserem Tisch mit Blick in den Dschungel hinter uns, im Schatten. Haben jetzt gerade eben was gegessen und wollten euch nochmal erzählen, was uns gestern Abend oder gestern Nacht passiert ist. Genau, denn wir haben tatsächlich gestern Abend so eine ganz komische, gruselige Situation erlebt. Und wir wollten das hier jetzt einfach mal so ein bisschen teilen mit euch, weil wir denken, dass das... auf jeden Fall viele Leute ja auch oder vielen passieren kann, die reisen, die freistehen, Vanlifern, Campern, wie auch immer. Immer mal passieren können solche Situationen und es ist ja auch immer schön, ja, einfach mal auch von anderen vielleicht mal zu hören, wie man damit umgeht oder was da überhaupt auch so passieren kann. Ja. Genau. Und das weiß man natürlich immer nicht und auf jeden Fall standen wir gestern ja auf diesem Platz, wo wir gestern Mittag ja auch schon waren und der war an sich total schön. Da haben wir auch noch unsere Wäsche getrocknet. Wir hatten unser kleines Licht an und unser Moskitonetz davor. Ich habe dann noch abgewaschen und ich stand quasi mit dem Rücken zur Schiebetür und habe abgewaschen. Und dann höre ich plötzlich Schritte, weil es waren ja so Steine, so ein Parkplatz, so ein Schotterparkplatz und ich höre halt Schritte hinter meinem Rücken. Und ich stand dann da so wie versteinert und höre nur diese Schritte, aber ohne Licht, ohne Taschenlampe, gar nichts. Und wusste natürlich, der sieht uns jetzt oder mich. Ich habe mich zwar nur so umgedreht, aber habe natürlich nichts gesehen, weil es dunkel war. Und und das alleine war schon eine ganz komische Situation. Dann habe ich halt Flo Bescheid gesagt. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen rumgeguckt. Dann bist du ja raus mit der Taschenlampe, dann haben wir halt so überall erstmal ganz vorsichtig abgeleuchtet, ob jemand da ist, weil da war plötzlich auch niemand mehr, weil die Schritte waren ja vor ein paar Sekunden noch da und plötzlich war diese Person ja weg. Und dann habe ich ein Auto entdeckt, was oben an der Straße stand. Also neben uns eigentlich. Das haben wir aber auch nicht gehört, wir haben das Licht nicht gesehen. Das hätten wir eigentlich hören müssen auf diesem Kieselstein, dass da ein Auto gekommen ist. Oder wir hätten das Licht zumindest gesehen, aber haben wir nicht. Und was will der Typ da nachts auf diesem verlassenen Gelände? Da ist ja gar nichts. Nee, genau. Ja. Und dann bin ich da rumgelaufen mit Taschenlampe ums Auto rum, habe überall hingeleuchtet und dann stand ich halt draußen. Ja. Und das war halt wirklich, ich weiß nicht, vielleicht wie viele Minuten. 15 Minuten oder 10 Minuten später? Nein, 5 Minuten oder so, aber es ging ja schnell. Ja, vielleicht 5, 7 Minuten oder so sind vergangen.
Und dann hören wir halt einen lauten Knall, also ein Schuss, also richtig ein Schuss. Und das, aber richtig nah. Genau, und das heißt, wir wussten, das war nicht irgendwie, es kam nicht von irgendwo, weil in der Gegend war auch nicht wirklich irgendwie was. Und das war wirklich, also das waren vielleicht 100 Meter weiter von uns. Und da haben wir dann wirklich Panik bekommen und haben dann irgendwie so ein bisschen uns in die Hosen gemacht und haben dann irgendwie panisch alles schnell zusammengesucht, weil ich habe zu Flo gesagt, lass uns sofort hier wegfahren. Gab es auch keine Diskussion. Also der Schuss war so laut. Der war richtig und dann haben laut. Halt die Schafe angefangen zu bölken. Der Hund hat gebellt, da war irgendwie auch ein Hund ein bisschen weiter weg. Und ja, was will der Typ dann da mit einer Schusswaffe auf so einem verlassenen Gelände in der Nacht ohne Taschenlampe? Ja, es war also total seltsam. Letztendlich wissen wir natürlich nicht, was dort passiert ist. Wir haben natürlich nur so Vermutungen, die uns eigentlich, wenn wir, je mehr wir darüber nachdenken, natürlich so Szenarios in den Kopf kommen und wir natürlich noch mehr Angst bekommen und denken so, oh mein Gott, was wäre passiert? Weil der Typ hatte ja offensichtlich eine Waffe dabei. Es war dunkel, der hatte kein Licht, der ist an uns rangepirscht. Das heißt, der wollte anscheinend auch nicht, dass ihn jemand sieht, weil sonst wäre er ist anscheinend auf diesem Platz ohne Licht draufgefahren. Ja. Weil sonst hätten wir das Licht definitiv gesehen, weil das Auto stand im Prinzip neben uns. Ja. Und wir haben nichts gesehen und nichts gehört. Wir hatten keine Musik an, nichts. Und das war echt gruselig. Und dann haben wir noch kurzzeitig in der Panik, wir haben eigentlich immer den Schlüssel an einem Haken hängen, aber in der Panik, Flo meint so, wo ist der Schlüssel, wo ist der Schlüssel? Wir haben den Schlüssel nicht finden können. Wir haben überall und gedacht, so, mein Gott, warum passiert das jetzt? Ja. Aber der Schlüssel war dann irgendwo in seiner Jeanshose und die Jeanshose hat er dann irgendwo in eine Ecke gelegt. Und normalerweise, wie gesagt, hängt der Schlüssel immer an einem Ort. Wir haben auch jetzt gesagt, ab jetzt hängt der Schlüssel immer nur an einem Ort und nicht irgendwo in der Hosentasche oder so, weil in so einer Situation muss man schnell handeln und auch schnell wegfahren können. Und wir sind, haben alles zusammengeschmissen, das Geschirr und alles irgendwie in die Spüle rein und sind dann weggefahren. Ja. Gott sei Dank, also ist alles gut gegangen, aber das war wirklich gruselig. Es hat uns wirklich dann irgendwie Angst gemacht, weil man natürlich auch nicht weiß, was letztendlich da passiert ist. Es kann natürlich, wir wissen es nicht. Also ja, ich meine, da oben war wirklich ein Ort, wo nichts ist. Ja. So, wir standen da mitten im Dunkeln und dann ist der Typ da mit der Waffe und gibt an den Schuss ab, an uns gegangen. Vorbei. Ja. Wir hatten dann Szenarien im Kopf, so, ja, vielleicht hat er sich irgendwie umgebracht auf dem Platz da hinten oder hat irgendwie ein Tier erschossen oder was auch immer, keine Ahnung. Man kennt die Leute ja nicht, die hier rumlaufen, ja. So was mit denen halt los ist. Also war auf jeden Fall seltsam. Also der Typ ist definitiv jetzt nicht spazieren gegangen. Nee, da. Das definitiv glaub ich nicht. Nachts um 22:30. Nee, und schon gar nicht, weil er da ja auch ohne Licht drauf gefahren ist. Und wer weiß, wie lange er da auch saß. Vielleicht hat er uns beobachtet, weil wir haben ihn ja nicht sehen können. Ich würde sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir da schnell reagiert haben, schnell auch raus sind und vor dass allem, da nichts passiert ist. Genau, weil ich meine so jetzt im Nachhinein, aber davor hätte ja auch vieles passieren. Man weiß ja nicht. Also, klar. Gut, aber das weiß man nie und Fakt ist, wir sind dann weggefahren, wir haben an einem, so ein bisschen mehr im Dorf geparkt, wo so auch Lichter waren. Habt ihr ja vorhin gesehen, wo wir gestanden haben. Genau, ja. Also mehr an diesem Städtchen dran, wo auch Licht waren, wo eine Straße war in der Nähe. Und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen, als wir dann im Auto waren, haben wir noch so ein bisschen Panik geschoben. Dann habe ich zu Flo nochmal gesagt, ey, lass uns nochmal das Auto unten nochmal ableuchten. Man weiß ja nicht, weißt du, vielleicht hat er ja auch irgendwas daran gebackt oder... Man hat ein Peilsender oder eine Bombe. Ja, man hat ja dann natürlich, vor allem wenn es dann dunkel ist und man eh schon so Angst hat, dann hat man natürlich so Szenarien im Kopf. Auf jeden Fall habe ich Flo nochmal rausgeschickt und der hat dann nochmal unten alles abgeleuchtet. Also alles war gut, aber nichtsdestotrotz war das eine komische und wirklich gruselige Situation. Naja, genau. So Ende viel, der Geschichte, würde ich sagen. Ende der Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Aber wir wollten einfach nochmal so verdeutlichen oder einfach mal mit euch teilen, was uns passiert ist, weil das hat uns doch irgendwie so ein bisschen aufgewühlt. Und also immer vorsichtig sein, wenn ihr irgendwo frei steht. Ja. Immer irgendwie auch da stehen, wo andere vielleicht auch stehen, dass man ein bisschen mehr Sicherheit hat. Und dass man nicht ganz so vielleicht auf solchen verlassenen Plätzen steht. Und auch wenn das manchmal romantisch ist, aber ja, ist halt, man weiß es halt nie. Klar, es muss natürlich nicht bedeuten. Wir haben jetzt in den ganzen, zwei Jahren, sage ich mir jetzt, in dem wir mit Carlson unterwegs sind, ist uns, würde ich sagen, glaube ich, insgesamt zweimal. Und die beiden Male waren tatsächlich schon jetzt auf dieser Tour. Ja.
Aber uns geht's gut. So Leute, wir sind in Baška angekommen. Baška, Baška. Keine Ahnung, Baška. Wir lernen es nicht mehr, glaube ich. Wir haben Sonne im Gesicht und Katastrophe im Rücken. Der Strand ist sowas von voll. Der Örtchen hier ist sehr das überlaufen. Örtchen. Der Örtchen. Das Örtchen, gar nicht gemerkt. Das Örtchen ist sehr überlaufen und ja. Ja, nicht nur das Örtchen, sondern alle anderen Strände in Kroatien gefühlt auch. Also wir sind ja schon seit, ich glaube, 10 Tagen hier und wir waren gestern das allererste Mal am Strand und es ist einfach Katastrophe aktuell. Also du kannst halt nirgendwo parken und selbst, also einen Platz zum Liegen gibt es auch nicht, weil es einfach so voll ist. Und ja. Ja, eigentlich wollten wir uns hier kurz an den Strand legen und danach halt noch mal hier ein bisschen rumschauen, aber das streichen wir jetzt aus dem Programm. Ist einfach viel zu anstrengend und ja. Wir müssen ja noch einen Platz suchen. Das ist auch ziemlich schwierig in Kroatien, frei zu stehen, einen Platz zu finden, wo wir auch stehen dürfen. Es ist sehr, sehr ermüdend, weil manchmal wirklich halt 2 Stunden rumfahren, um irgendwie einen Platz zu finden. Und die Campingplätze sind auch voll. Mhm. Wollen wir aber irgendwie auch nicht stehen. Ja, genau. Deswegen, wir werden uns in den nächsten Tagen mal einen Plan machen. Also wir überlegen schon tatsächlich, also Kroatien ein bisschen schneller zu durchfliegen. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall noch Ein Punkt, genau, auf unserer Liste, den wir auf jeden Fall noch mitnehmen wollen. Aber danach werden wir, glaube ich, recht schnell runterfahren, weil es einfach so keinen Spaß macht. Nee. Es ist einfach eher ermüdend. Also wir sind aktuell beide, irgendwie haben wir heute schon gesagt, wir sind irgendwie so ein bisschen ausgelaugt, weil man auch nicht zur Ruhe kommt. Wir sind halt nur am Fahren, am Suchen und irgendwie an den Strand dich legen kannst du auch nicht, weil es einfach voll ist. Und für mich persönlich ist das auch so ein bisschen, dass mir das auch sehr viel Energie zieht, wenn auf Dauer halt sehr viele Menschen um mich herum sind. Deswegen schauen wir mal, was für einen Plan wir uns machen. Genau, das seht ihr aber erst nächste Woche. Wir beenden jetzt dieses Video. Hat wie immer Spaß gemacht, euch mitzunehmen durch Kroatien. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Moment, darf mein Daumen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, auch unter anderem, wie vorhin angesprochen im Video, ob ihr auch mal solche grusigen Erlebnisse hattet, nachts oder wann auch immer mit Freistehen. Ja, würde uns sehr interessieren, um einfach auch mal so ein bisschen von anderen Geschichten zu lernen, um das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen zu können. Wie habt ihr reagiert? Ja, würde uns mal sehr interessieren, genau. Ja, folgt uns auch bei Instagram und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.